listen to me. When the time comes, you gotta run and don't look back. This is over. Ja, howdy Partner, passend zum Red Dead Redemption 2 Let's Play, jetzt auch die Beta von Red Dead Online verfügbar. Und ja, ihr kennt mich ja, ich bin der Rob und ich zeige euch heute das, was euch die anderen wahrscheinlich nicht zeigen oder doch, keine Ahnung, ich habe mir noch nichts angeschaut. Wir spielen den Prolog und wir erstellen den Charakter. Drücken einfach mal auf Spielen, ihr seid die Ersten, ihr seid sofort dabei. Also hier, ja, Endnutzer... Habe ich alles schon gelesen, bestätigen wir. Und los geht's. Und ich freue mich natürlich. Ich freue mich wie Huf. 8 Jahre nach GTA Online kommt Red Dead Online. Das nächste Multiplayer-basierte Spiel von Rockstar. In der Welt von Red Dead Redemption 2 spielt das Ganze. Ihr könnt ein Lager bauen, ihr könnt einen Trupp erstellen, ihr könnt eine Gang gründen. Könnt Überfälle machen, könnt gegen rivalisierende Banden antreten und könnt versuchen, euch zu behaupten auf dieser doch gewaltig großen Karte. Und wir schauen mal, was alles gibt, wir schauen mal, was alles geht. Und wenn ich das richtig gelesen habe, muss man natürlich auch, wie damals bei GTA Online, einen Prolog spielen. Und den schauen wir uns heute mal an. Aber natürlich kommt wahrscheinlich zuerst die Charaktererstellung. Okay, Sir. Here they are. Tell the marshal this ain't how we do things here. But I'll oblige him this once. All right. Let's see what we got. So, und wir nehmen natürlich männlich. Who's it gonna be? Weiblich wird auch gehen, aber wir nehmen männlich. Ist klar. Well, let's get you in there then. Ja, viele von euch würden sagen, Rob, das bist doch du, Mensch, lass so, aber wir wollen erst meinen Namen eingeben und ihr seht zwar, das fällt jetzt nicht, wie ich den Namen eingebe, aber ihr werdet gleich sehen, wer das Ganze ist. So. Bin gleich fertig, meine Freunde. So, dann schauen wir mal. Wir nennen uns Rob the Ranger. Und wir gehen mal ins Erscheinungsbild. Ja, wir sind nicht ganz so dunkel, sind wir leider nicht. Ich hoffe, wir können das noch ein bisschen verändern. Ich denke mal, das hier sieht doch schon mal... Was sieht denn eher aus wie ich? Das hier, ne? Hautton ist ein bisschen heller jetzt im Winter. Alter, drehen wir mal schön runter. Machen wir hier um 30 bis so einen schönen Cowboy hier. Stämmig, muskulös, schlaksig. Durchschnittlich. Wir sind der Typ Durchschnitt. Soweit eng, neutral, unbesorgt. Wir haben mal zusammengezogen, nehmen wir einen kritischen Blick. Nase machen wir auch neutral. Also ich denke mal, ja, ne? Ich hab so eine eher neutrale Nase. Das Kinn sehen wir jetzt nicht. Darum lassen wir das Ganze mal erstmal auf neutral. So, die Ohren sind bei mir eigentlich auch eher... Ich bin eigentlich voll der komplette Durchschnittstyp. Ja, also wenn man hier davon geht. Grrr. Aber geil. Das ist cool. So, was auch. Das Thema Walking Dead mäßig. Wir nehmen mal den Beißer. Und jetzt die Haare. So, wir können natürlich auch drehen das Ganze.
dichtes Haar mit Mittelscheitel. Na, das sieht doch gut aus, oder? Okay, then. Schauen, was es noch gibt. Das sieht eher aus wie so Tarzan. Das sieht cool. Okay. Also, ihr merkt schon. Ein kurzer Afro. Yep. Afro. Keiner. Das wird übrigens der David werden. Der spielt ja auch mit. Und ein sauberer Mittelscheitel. Ich denke mal, wir nehmen den sauberen Mittelscheitel links, oder? Dichtes Haar mit Mittelscheitel. Wir lassen das so. Okay, Haarfarbe ist bei mir eher schwarz. Also es geht eher ins Dunkle. Das ist ja schon eher grau hier. Na gut, wir nehmen mal die Farbe 11. Oder hier, das sieht doch gut aus. Genau, wir nehmen mal die Haarfarbe. Und dann können wir zurück. Und jetzt kommt der Bart. Schöner Backenbart. Bart stoppeln. Kein Bart. Kinnbart. Arcadia. Sehr geil. Also seht, was es hier alles gibt. Und ich denke mal, na, der Rob nimmt mal die Bart stoppeln. Und natürlich, wie die... Vom Haar. So, schade. Also normalerweise habe ich ja so ein bisschen, ja, schon Vollbart, aber eben nicht so lang. Aber ich denke mal, das kann man später dann noch rasieren, die Bartlänge. Und von daher nehme ich jetzt mal den Waldmann. Das passt dann eher zu meinem Äußeren. Also Hautflecken habe ich eigentlich so gut wie keine, dank meiner Freundin, die sich da sehr um mich sorgt. Ach so, die Hautrötung ist eigentlich auch eher schwach. So, weitere Hautrötung auch schwach. Und Sommersprossen habe ich so gut wie gar keine. So, Hautunreinheiten. Nehmen wir das. Mal so eine coole Narbe durchs Gesicht zerren. Als ob ich schon mal mit so einem Bären gekämpft habe. Kann man machen, oder? So wie Phantom der Oper mäßig. So, ja, das sieht doch geil. So, super. Okay, haben wir das? Pfeifen? Okay. Wir nehmen die 2. Die Tonhöhe machen wir ein bisschen runter. Okay. Ja, passt. Aber wir können hier noch, aber die Klarheit noch. Genau, so. Und Attribute. Können wir einen von 2 Punkten können wir erst verteilen. Okay, da gehen wir einmal auf Gesundheit. Ausdauer können wir selber weiterentwickeln. Also lege ich einfach mal beide auf Gesundheit und den Rest können wir hoffentlich noch entwickeln. Und wir bestätigen das. I'll take a photograph. Hold up your fingers. Ja. Rob the Ranger. Verbrecherfoto wird bearbeitet. Und dann bin ich gespannt, weil ich mache das jetzt unabhängig von den anderen, also unabhängig von meinen Spielkameraden hier, vom David, vom Uwe, vom Dan, vom Jürgen, vom Maxi und von euch, von der Community, weil ihr werdet mit Sicherheit auch mal mitzocken. Und bin ich dann gespannt, wie ihr ausseht. Einige Monate später, nach dem Verbrecherfoto, das Sisika-Gefängnis, Flügel für Männer. Klingt wie eine Red Bull-Werbung. Jackson! Officer Jackson, move those prisoners! Officer Benton!
Kitchen's ain't staff. Officer Townsend, those rocks ain't gonna break themselves. What are you standing there for? Get moving. What are you looking at? Go on, get moving. You with the hammer, and you'll do. We need to perform a work detail out in Rhodes. Come on, get in. Open the gate. Come on, Milliken. Yeah! Red Dead Online. I tell you what, old Jameson is a wretched, sour old bastard, and no mistake. You lot stay calm in there. You aren't saying nothing. Well, you are now. Shut up. You know, my wife has acquired ideas significantly above her station. She's been reading too many goddamn books. Personally, I'm against education. Of women, I mean. And men, I guess. Unnecessary. Doesn't add much to the world. Education. Good day, gentlemen. Oh. Don't do anything stupid. Nobody gets shot. Act like fools, and the pair of you will be dead within a minute. Now, what are your names? Jenkins and Milliken. Well, Mr. Jenkins and Mr. Milliken. Throw your guns to the ground and get on down here. That's it. Very glad to meet you. It's not worth being rash. You boys get paid a salary. You get that salary whether these people escape or not. Your wives presumably want you alive. Send them out. Now, please. Okay. You all run away. Aside from you. Try to stay out of trouble. This is a stroke of good fortune for all of you. Use it. Now, Mr. Jenkins and Mr. Milliken, be so kind as to quickly run away before somebody gets shot entirely unnecessarily. Go on, don't look back. Mr. Wendt, I believe it was $50 we agreed on. It was. Here's 50 each. Each? Yes. Now get out of here, both of you. My employer and I appreciate your professionalism. All we did was stand there and look tough. And you did it fantastically well. Good day, gentlemen. Now, sir, how about you pick up these guns and we move out? My mistress is waiting for us. Oh, yeah. Come along. Then you better get on this horse. Dürfen wir jetzt die Pferde nehmen hier? It's not much of an animal, but they haven't got far to ride. Yeah, I waited on them moving you some weeks. I can wait a while longer. It ain't time for you to ride off on your own. Not quite yet. Now come along. Ready? Wonderful. I hope you'll forgive the secrecy. My employer particularly values discretion. My name is Mr. Horley, by the way. 6 months at Sisica Penitentiary, awaiting a hanging for a murder you did not commit. Must have felt a whole lot longer, my friend. You still seem strong, though. I mean, doesn't look like breaking all those rocks has left you entirely broken, in body or in spirit. I hope I am right about that. Rounding you folks up, and those sham trials, they were a disgrace. Made a mockery of the rule of law. Still can't quite believe they got away with it. There's others convicted when you were. Came out breathing fire. Maybe you're like that too. Guess we'll see. You're just up here. There's the camp. Get your horse. Wie geil ist das? This way. She's anxious to meet you.
Madam, we're back. Hello. Jessica, the clerk, how do you do? What did you tell him? Nothing, as we discussed. Thank you, Hawley. I do hope we haven't inconvenienced you dreadfully. But seeing as you were due to be hanged in a week, I'm sure you don't object too strongly. I know you're innocent. Well, not perhaps exactly innocent, but not guilty of what you were accused. I know you and those who were with you that died were little more than patsies, and that you were set up by one of three men or a woman, possibly by all of them. I can't be sure, but that is all I know so far. And one of these people also made Mrs. Leclerc a widow. And I will avenge my husband's death, so help me God. But I will not avenge it upon them who did not cause it, or caused it unwittingly. Anyway, I'm sure this is all a touch confusing and melodramatic. Where are my manners? Hawley, please show our guests to their tent and give them some fresh clothes to put on. Very good, madam. Then serve us both a little refreshment. Certainly, madam. This way. You'll find a change of clothes in there, alongside a few other items you might need, a lasso, a knife, and a lantern, I believe. So, wir dürfen also die Garderobe ein bisschen erkunden. Und Kopfbedeckung. Plantagenhut sieht natürlich geil aus, aber wir lassen mal den Pirscherhut drauf, der sieht nice aus. Und dann hätten wir hier noch Westen. Zwar keine Weste, oder eben die Naturburschenweste. Oder Oberteile. Ein Wollhemd oder lange Unterwäsche. Hör mal, das ist das schicke Wollhemd raus hier. Und Hosenträger, detailreiche Kreuzhosenträger. Das Ganze passend zum Hemd. So, Handschuhe. Arbeitshandschuhe sollten jetzt nicht so warm sein, weil Temperatur spielt ja hier auch eine Rolle. Waffenausrüstung. Haben wir noch nichts. Kopfbedeckung hatten wir ja schon. Gut, sind wir soweit durch. Den Rest haben wir noch nicht. Okay. Warnung, wenn du die Garderobe verlässt, wird deine Anfangskleidung festgelegt. Bist du sicher, dass du sie verlassen willst? Ja. That looks more comfortable. Hawley? Here, madam. Your very good health. I suppose it beats dying, hmm? Mrs. Leclerc's husband was murdered by one of his business partners. And I intend to find out which one. Or rather, I intend for you to find out. And kill them. You're the only person I could possibly trust to do whatever it takes. Because you and your accomplices, you're the only other victims of their lies still alive. You see, you walked into the town at approximately the same time my husband was shot in the back, but by another gun, firing different bullets to those you possessed when you were arrested. These bullets. This was their mistake. You were rounded up and sentenced to death, all because you came to town and didn't talk too much and seemed like you were nasty. Anyway, here they are. The people who run Blackwater. Mr. Jeremiah Shaw, banker, real estate speculator, and crook. Mr. Amos Lansing, ranch owner, speculator, and crook. Mrs. Grace Lansing, his wife, society patroness, lover of the arts. Crook, my former best friend. Teddy Brown, her disgraced brother, outlaw, wanted man, and still in contact with them. All I ask of you is your help in finding out quite what happened. Mrs. Leclerc would like to help you get back on your feet. Back to work. Whatever your work may be, I don't judge. You want to rob? Rob. You want to save innocent folk? Do that as well. But you need me just as much as I need you. I think we all understand each other. I hope we do. Good. I look forward to rewarding you for killing those who made me a widow. My husband was a true believer in this country and in the West.
He was killed for greed. Foul greed when there's quite enough for everybody. I don't care what your scruples are as to killing. I will take the full burden of that sin upon my shoulders. Goodbye, for now. Then Hawley, go introduce him to nice Mr. Cripps. I think you'll like Cripps well enough. He's long past his prime, of course, but he hasn't gone entirely crazy just yet. And he will help you, better than most of his ilk. Cripps! Get up! Hello, partner. Hawley. This is your new boss. Oh, pleased to meet you, partner. J.B. Cripps at your service. We'll pay to get your camp established. Mrs. Leclerc is a generous benefactor. And where are we headed? So, und jetzt dürfen wir uns den Standort unseres Lagers aussuchen. Und zwar Lagerort festlegen. Kleines Lager wird uns erstmal nur bezahlt. Und jetzt gehen wir entweder ins Bayou. Viele Krokodile. Okay, wir müssen ins Nordwest Bayou. Okay, kein Problem. Oh, Sir. While Cripps is establishing your camp, perhaps you can go to the station and see the clerk. Then head to see Clay Davies. He's a horse thief and not a terribly nice one. Then meet Cripps back at your camp. See you shortly, boss. Good luck. So, und das ist unsere klapprige Schindmähre. I'm sure you're tired. Get this done and you can rest. So, meine Freunde, und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Dann erledigen wir die ersten Aufträge hier für die Mrs. Leclerc. Also dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.